So, hi Leute. Ich habe jetzt die Eule in den Transporter gepackt und bringe die jetzt in die Werkstatt. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass Rahmen, Gabel, Motor soweit okay sind. Bin echt gespannt, was die Werkstatt sagt und wie teuer der Wiederaufbau wird. Ich weiß, man kann viel selbst machen, wenn man die Muße dazu hat. Ich habe nach den Geschraube im Winter so ein bisschen die Schnauze voll. Und wird auf jeden Fall mal gucken, dass ich viele Gebrauchteile organisiere und dann in die Werkstatt den Aufbau mache, sodass ich jetzt echt keinen Stress habe, den Sommer oder den Spätsommer noch ein bisschen genießen kann. Ja, und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ob ich dem Oschersleben-Termin im September wahrnehmen kann oder nicht. Oder ob halt Worst Case ist, dass die Eule doch mehr Schaden hat und der Wiederaufbau sich einfach wirtschaftlich nicht lohnt und ich, so wie sie da steht, sie verkaufen würde. Ja, und dann im Winter ein neues Projekt angehe. Ich habe da schon so ein bisschen eine Idee. Es bleibt, also Rennsport, der Sache bleibe ich einfach treu. Das geht nicht anders. Das ist einfach zu geil. Und es gibt dafür keinen Ersatz. Also es gibt da auf jeden Fall schon Ideen. Überbrückungsweise würde ich wahrscheinlich echt viel Rad fahren und vielleicht euch auch ein bisschen zuspammen auf meinen Kanal mit dem Radthema. Mal sehen, ob ich das überhaupt so durchziehe und mache. Und wieder die Resonanz ist von euch. Ja, also dann mal auf geht's, ab in die Werkstatt. Hi Leute, ihr seht es vielleicht an meiner Mimik und Gestik, das ist ein ganz harter Cut. 3 Wochen später und ich bin ein bisschen aufgeregt und positiv gestimmt, denn die Eule geht's gut. Ich hatte sie in eine Werkstatt gebracht, zu meiner Werkstatt des Vertrauens, Zweirad Hübner in Cottbus, Suzuki Vertragshändler. Und Rahmen ist okay, Motor ist okay und dicht und läuft. Gabel ist gerade nichts passiert, alles tippitoppi. Was ich echt nicht gedacht hätte nach, weiß nicht, 3 Überschlägen. Aber die Werkstatt hat jetzt keine Zeit und so viel Aufträge im Buch, dass es an mir hängen bleibt, die Eule wieder aufzubauen. Und ich habe dafür jetzt dieses Wochenende Zeit. Also jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, denn nächste Woche wäre mein letzter Termin in Oschersleben und da habe ich jetzt echt Bock, den zu schaffen und da nochmal zu fahren und deswegen heißt es jetzt richtig, richtig ranklotzen. Es ist noch ziemlich viel zu machen, klar, es hört sich im Einzelnen immer kleinteilig an, aber ich glaube, gerade die Sache mit der neuen Rennverkleidung wird halt hakelig, wobei ich jetzt wirklich mal auf einen Premium-Hersteller gesetzt habe, nicht mehr Recambi Weiß, aber ja, desolat, das war richtig scheiße eigentlich. Presser und Kuhn habe ich mir jetzt gegönnt, weil ich nur Positives über die Verkleidung gehört habe und von der Passgenauigkeit da wirklich alles stimmen soll. Ich bin super gespannt, macht es auch vielleicht als kleinen Review für euch, einfach mal zu berichten und zu schauen, wie kriege ich das als Laie hin mit der Rennverkleidung und stimmt da wirklich alles. Bis gleich. So, Tag 1. Geplant ist jetzt erstmal, das Geweih wieder anzubauen. Ich habe dann Ersatz besorgt. Außerdem das Dashboard reinzufummeln. Da ist aber der Stecker ausgerissen und die einzelnen Pins hängen da lose. Das wird, glaube ich, ein ziemliches Gefummel. Dann Sturzpad wieder anzubauen, Fußraster anzubauen und Reifen raus oder Räder raus. Gucken, ob die einen Schlag haben und dann neue Reifen draufziehen. Wenn ich das heute alles schaffe, bin ich schon mal zufrieden. Und dann geht es morgen weiter mit der Rennverkleidung und den Lenkerstummeln. Bis gleich. Ich nehme euch so ein bisschen im Zeitraffer mit. So, erster Tag ist rum. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Es hat zwar ewig gedauert, einige Stunden jetzt, aber es sind frische Reifen montiert. Ich habe die Felgen nochmal kontrolliert. Vorne die Felge ist tiptop. Hinten die Felge hat ein bisschen einen Schlag, ist aber noch
haarscharf im Toleranzbereich von Suzuki. 2 mm in Höhenunterschied. Ich habe auch noch mit der Werkstatt telefoniert und die meinten ganz entspannt, hinten die Felge, ach, fahre. So, und ich habe mal geguckt, beim Auswuchten waren es genauso viel Gewichte, wie ich sonst auch mal bei der hinteren Felge brauche, so etwa 30 Gramm und fast die gleiche Stelle. Also von daher denke ich, vielleicht war es sogar vorher schon. Ja, dennoch das Geweih angebaut, Dashboard drin gefummelt, Fußraste angeschraubt und noch den Sturzpad am Auspuff gemacht. Und damit bin ich für heute erstmal durch und fertig und morgen geht's an Lenkerstummel und Verkleidung. Also das wird ja das Komplizierteste werden. Zwei. Lenkerstummel sind jetzt soweit fertig, Armaturen passen auch, das ist alles okay. Jetzt geht es an die Rennverkleidung von Presser und Kuhn, die wirkt erstmal deutlich hochwertiger als die von Recambi Weiß. Da freue ich mich richtig, vor allem sind die Löcher schon vorgebohrt und an den richtigen Stellen und das passt sogar ineinander, was man von Recambi Weiß überhaupt nicht behaupten kann. Ich werde mal zwischendurch was sagen oder am Ende nochmal genau dazu. Jetzt zu fummeln war gerade halt Sitzbank und Heck zusammen. Und haben wir gesehen, dass erstmal hier unter der Tankhaube von Recambi Weiß doch der Tank eine dezente Beule abgekriegt hat. Naja, mal gucken, wie wir das machen. Aber Hauptsache, die Karre läuft und es sieht gut aus. Weiter geht's. Tag Nummer 3. Es geht in den Endspurt. Oschersleben steht auf jeden Fall. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Jetzt werden noch mal alle Schrauben nachgezogen, die Maschine geputzt, der Sitz befestigt, ein bisschen Öl aufgefüllt, Kette gemacht und dann bin ich fertig. Dann bin ich ready to race. Ja, und dann gibt es gleich nochmal die Auswertung zu der Rennverkleidung Presser und Kuhn und wieso der Anbau geklappt hat und wie alles so ist: Spaltmaße, Passform, Verarbeitung. Ja. Hat richtig, richtig geschlaucht, die 2 Tage bis hierher. Aber ich freue mich jetzt auch riesig auf Oschersleben. Ich bin super glücklich, Leute. Die Eule ist fertig, auferstanden aus Ruinen und ready to race in Oschersleben in 3 Tagen. Der Wiederaufbau hat jetzt auch tatsächlich 3 Tage gedauert. Die Werkstatt hat ja schon vorher alles gescheckt. Und ich muss nochmal vorher sagen, oder vorab, dass wirklich diese Sturzpads von GB Racing, die es nur für einen 100er gibt, denn die Fußrasten von Schönballern, aber auch hinten
der Auspuffschützer von Schönballern, ich glaube, mir richtig den Arsch gerettet hat und wirklich deutlich schwerere Schäden verhindert hat. Ich habe ja mal ein Video gemacht zu Sturzpads und Motordeckelschützer und war da noch ein bisschen skeptisch bei Sturzpads. Jetzt haben sie mir aber wirklich richtig den Arsch gerettet und haben gut was ausgehalten. Waren einfach wieder rauszuschrauben, jetzt wieder neue rein. Klasse. Kann ich nur jedem empfehlen. Es spart am Ende wirklich richtig viel Kohle. Und ja, wer mein Video hier oben zu Recambi Weiß, zu meiner ersten Rennverkleidung gesehen hat, weiß, ich war nicht begeistert. Eigentlich war ich echt ziemlich frustriert. Es hat 2 Tage gedauert, die Recambi Weiß Verkleidung zu montieren, zu zweit. Da war wirklich alles verzogen, hat keine Schraube dahin gepasst oder eine Markierung, wo sie sein sollte. Es war die günstigste Verkleidung, ja, und wo sie dann dran war, hat sie ihren Dienst getan. Hat ja auch relativ gut was ausgehalten auf der Rennstrecke. Aber diesen Stress, den man hat beim Montieren und diesen Stress, den man auch wieder hat, wenn man nur einen Ölwechsel machen muss und dann wieder so ein Teil abmacht und dann wieder ranmachen will nach dem Ölwechsel und dann ist alles verzogen und verspannt. Und wie gesagt, das würde ich, ja, ich würde es jetzt nicht nochmal machen, denn ich habe jetzt mit Presser und Kuhn einfach so ein positives Gegenbeispiel, wo wir jetzt zu zweit innerhalb von einem halben Tag die Verkleidung montiert haben. Und ich würde sagen, man kriegt es auch in 3 Stunden so etwa hin zu zweit. Bei uns war einfach das Problem, dass hinten die Halteplatte noch vom Sturz so ein bisschen verbogen war, dadurch sich so ein bisschen nachfolgend alles so ein bisschen verspannt, beziehungsweise nicht verspannt, sondern nicht so ineinander gepasst hat und wir noch ein Gewinde zerwirkt haben, was nachgeschnitten werden musste. Ja, deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber trotzdem noch innerhalb von einem halben Tag alles fertig gemacht und die Passform ist ein Traum. Also wirklich, Presser und Kuhn, die Verarbeitung von der ganzen Verkleidung, von dem Weiß, ist sehr, sehr gleichmäßig. Nur minimal Abplatzer, vielleicht mal am Rand. Ansonsten ist es so, dass die Löcher, die vorgebohrt sind, also ihr müsst nicht mal selber Löcher bohren, wirklich auch mit dem Motorrad und den Haltepunkten übereinstimmen. Es ist so, dass selbst hier diese Sitzplatte quasi mit Löchern und Gewinde innen drin kommt. Ihr habt Nieten, die mitgeliefert werden. Klar ist jetzt kein Schnellverschluss, aber die Nieten passen tatsächlich in den Löchern 1A und halten die sozusagen die Frontverkleidung mit dem Bug zusammen und halten sehr, sehr stabil. Und auch da sind ausreichend bei. Also das ist wirklich klasse. Ihr habt alles bei, um die eigentlich Verkleidung zu montieren. Die Spaltmaße sind super und auch die Front, sag ich mal, die jetzt, da brauchte man ein bisschen, ja, ein bisschen Kraft. Zu zweit macht es sich besser einfach, weil die angepasst werden muss, ein bisschen gebogen werden muss. Aber wenn die dran ist, das hält Bombe. Und es ist nicht dieses, man muss es pressen und dieses Verspannung und in sich verdrehte, wie bei Recambi Weiß, sondern das ist einfach so, dass die Form so ein bisschen Druck braucht. Aber wenn sie dran ist, quasi diese Form auch vom Motorrad annimmt und so bleibt. Ich bin total begeistert. Was natürlich überhaupt nicht geht, ist vorne, dass auf der Buick-Scheibe, die mitgeschickt wurde, eine 1000R steht, glaube ich. Oder, Moment. Genau, eine 1000R, das passt natürlich auf meine 600er gar nicht. Aber ansonsten bin ich super zufrieden mit Presser und Kuhn und die etwa 300 Euro, die man mehr zahlt für eine komplette Verkleidung, als wie bei Recambi Weiß, lohnen sich auf jeden Fall. Was schade ist, dass es halt keine Tankhaube gibt, die da direkt passend dazu ist. Das würde ich mir echt noch wünschen, das wäre klasse, wenn Presser und Kuhn das hinkriegt. Denn die Tankhaube von Recambi Weiß hat hier nicht mehr gepasst und hätte nicht mit dem Heck zusammengepasst. Ja, also die Tankhaube hatte auch gut was ausgehalten. Man sieht, ich habe leider eine Beule gekriegt, aber halb so wild. Hinten hält es auch Bombe. Da gehen aber die Spaltmaße ein bisschen auseinander. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich da noch diese Unterverkleidung, diese Plastunterverkleidung vom Original dran habe. Die könnte man theoretisch auch entfernen und dann könnte ich mir vorstellen, dass die hier auch genau passig ist. Also insgesamt wirklich von 10 möglichen Sternen würde ich Presser und Kuhn 9 geben, glaube ich, oder 8,5. Und den Abzug halt wirklich nur wegen dem hinten, was nicht ganz bündig ist. Und vielleicht, weil vorne, da habe ich nur 2 Halteschrauben drin im Geweih, wo ich aber nicht genau weiß, da müssten noch 2 rein. Da passen die Löcher aber nicht ganz überein. Das kann aber auch daran liegen, ich habe ein Geweih als Nachbau von Motea gekauft. Und da kann es auch einfach am Geweih liegen. Also das würde ich Presser und Kuhn nicht unterstellen. Von daher, lass uns 9 Sterne von 10 geben. Wirklich minimalsten Abzug, aber ist schon saugeil. Und kann ich nur jedem empfehlen, da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, weil das erspart Stress und Frust. Und am Ende vielleicht sogar Geld, wenn man Sachen nachkaufen muss, die halt einfach nicht passen und verzogen sind.
Kurze Ergänzung noch aus Oschers Leben. Ich konnte die Verkleidung jetzt auf Herz und Nieren testen. Dabei ist aufgefallen, dass sie auf der rechten Seite unten am Bug aufsetzt und schleift. Ich hatte mit Herrn Presser Kontakt aufgenommen per E-Mail. Super schnelle Antwort. Es wurde eine Lösung gefunden. Ich schicke das Unterteil, also den Bug ein. Es wird überarbeitet. Ich bekomme es zurück. Das ist für mich einfach ein super Kundenservice. Und das wollte ich hier einfach auch nochmal positiv erwähnen. Einfach, dass ja, es kann mal was schief gehen und es kann auch vielleicht irgendwo ein Fehler auftreten, aber es wird reagiert, es wird eine Lösung gefunden, es wird kundenorientiert gehandelt und das ist einfach für mich auch ein riesen Pluspunkt hier nochmal bei Presser & Kuhn, den ich nicht unerwähnt lassen wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's ab nach Oschersleben, da sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.